dann durften wir auch das Brot essen, was sie da so gemacht haben. Da hat auch so ein junges Mädel so ein Brot gemacht. Ja, sie hat auch so, wie heißt das jetzt, so zu decken und so. Also nur, dass die Augen zu sehen sind. Also diese, wie heißen die, solche schwarzen. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieser Stoff, den sie dort tragen, auf dem Gesicht und so. Ja, das Mädchen, die war unverheiratet und die hat eben die Brot gemacht. Also sie durfte auch noch was Buntes so tragen, so ein buntes Kleidchen hatte sie aus irgendeinem alten Stoff. Weil sonst müssen ja schon die verheiratet sind, die müssen sonst schwarz tragen. Und das junge Mädchen, die hat eben so was Buntes angehabt. Und die hat uns dann dieses Brot gegeben, wir durften es auch essen. Es hat auch gut geschmeckt, fand ich eigentlich so, nicht schlecht. Das war nicht so ganz mein Geschmack, aber ist ja schön, mal sowas zu essen. Wir waren so hungrig eigentlich, deswegen hat es uns sehr gut geschmeckt. Hattest du dich früh nicht satt gegessen? Oder hat man schon? Doch, aber man wird so schnell hungrig wieder. Ach so. Ja, wenn man so viel erlebt und so viel unterwegs ist, dann wird man immer sehr schnell hungrig. Und der Reiseführer, der hat uns sehr viel erzählt, die ganze Geschichte und so. Und da wurde auch erzählt, dass die jungen Mädels, die werden erst weggegeben, die müssen so wie verkauft werden. Also der Mann, der sie heiraten will, der muss dann irgendwie Kamele und so besorgen. Also so viel, wie viel die Frau wert ist, so viel muss er auch schenken. Also wenn die Frau sehr schön ist, dann muss er sehr viele Kamele schenken. Wenn die Frau so nicht so schön ist, dann vielleicht weniger. Ja.